Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter mit dem Abarth. Geht langsam in die heiße Phase. Das heißt, innerhalb der nächsten Videos könnt ihr hoffentlich, schon wieder ein bisschen später heute, sehen, wie dieses Fachzeug läuft. Weil wir haben mittlerweile Anfang April und wir wollen jetzt einfach nur ballern damit. Mittlerweile jetzt ein Jahr gebaut, reicht auch. Jetzt muss gefahren werden. Und genau deswegen sind wir heute bei der Firma KKS Performance in Berlin. Chris guckt sich da hinten schon so ein paar Kabel an. Hallo. Ihr habt ja sein Integra schon kennengelernt und dabei habt ihr einfach gesehen, wie fit der Junge in Sachen Kabel und eigentlich allem ist. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er nicht diese Verkabelung von dem Auto in Anführungsstrichen schnell übernehmen kann. Weil ich kriege es einfach in der Zeit, wie gehofft, in der aktuellen Werkstattsituation bei uns nicht gewuppt, muss man so ganz ehrlich einfach sagen. Liegt einfach daran, dass alleine bis ich elektromäßig wieder alles zusammengesucht hätte von A nach B und dies und jenes und Vater geworden und dies und jenes. Ich will einfach nur fahren. Und Chris ist so fit in Sachen Kabeln. Ich behaupte, wenn ich dieses Auto hätte zum Laufen kriegen wollen, hätte ich ihn so oft angerufen und gefragt in Summe. Genau, dass er entweder hätte vorbeikommen können. Das finde ich den Leuten immer gegenüber unfair, weil wenn jemand mir schon hilft, dann kann ich auch das Fahrzeug dahin bringen. Zumindest wenn man hier so schön Platz und so weiter hat. Genau, jetzt steht der Arbeit hier und ihr könnt euch darauf freuen, dass wir zusammen, gemeinsam, Chris alleine, alles querbeet, dieses Auto in kürzester Zeit zum Laufen bringt. Kurz vorweg, was denkst du ungefähr, wann läuft dieses Auto? Irgendwann dieses Jahr. Nee, es geht schon relativ fix. Es ist nicht so viel dran an dem Auto. Also, das heißt so 2 Wochen? So? Ich denke schon, ja. So meine Ansage, ne? 2 Wochen ist in Ordnung. Also dafür. Ich sehe uns im April noch am Bilzerberg. Also, ich würde sagen, wenn wir jetzt anplotzen, dann läuft er in 5-6 Stunden. Ach, dann geht aber keine Lampe an. Ja, egal, ob der Motor. Habe ich ehrlich gesagt auch schon drüber nachgedacht. Mittlerweile wollen wir mit dem Fahrzeug eh einfach nur noch ballern. Da brauche ich ja kein Licht für. So, brauche ich eigentlich gar nichts für. Gibt es Rennstrecke in der Nacht? Quatsch, kriege ich natürlich nicht 24 Stunden drin. Da brauchen wir Licht. Ja, Formel 1 gibt es auch Nacht drin. Nacht, ja. Aber dass die Strecke so beleuchtet, da muss ich jetzt Berg nochmal kurz ein bisschen Beleuchtung. Können wir mal ein bisschen investieren? Ja, nochmal. Nochmal Beleuchtung aufbauen. Nochmal 1000 Flutlichtstrahler. Extra für den Arbeit. Nein, Spaß beiseite. Ich hatte angefangen mit dem Kabelbaum, habe soweit schon mal alles rausgestrippt, was raus kann. Dann gibt es noch, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, die ganzen Originalteile, die einfach drin bleiben müssen, wenn man halt Scheibenwischer, Beleuchtung, Zentralelektrik, sage ich schon, ZV, Riesenthema, weil das Problem ist, man kann die ZV nicht einfach ausbauen, zum Beispiel Taster an der Heckklappe, ZV zum Auf- und Zumachen der Türen, elektrische Fensterheber, es gibt dieses Auto nicht ohne elektrische Fensterheber, der hat eine geschlossene Tür, das rumzufrickeln und so, boah, war mir alles zu viel Action. Deswegen heilfroh, dass Chris das jetzt übernimmt und wir gucken uns heute in diesem Video mal an, A, was übernehmen wir, B, wie ist der Schlachtplan, C, was machen sie? So. Und dann wird da, glaube ich, was ganz Geiles raus. Aktuell kein einziges Kabel hier drin? Nee, du warst fleißig gewesen, du hast alles ausgebaut, ja. Kein Kabel drin. Ich habe mir, wir haben hier mal so grob hingelegt, wie das Auto ist. Das ist falsch, der Lenkstockhebel. Ist halt auch so ein Thema. An dem Lenkstockhebel bei diesem Auto ist halt eigentlich alles dran. Licht an, ausmachen, Fernlicht, Blinker, Scheibenwischer. Okay, Bordcomputer brauchen wir nicht mehr. Heckscheibenwischer brauchen wir auch nicht mehr. Lenkwinkelsensor brauchen wir noch. Aber vielleicht fürs ADU zum Durchschalten. Zum Beispiel. ADU zum Beispiel, geil. Vielleicht können wir den übernehmen. Ne? Airbag brauchen wir nicht mehr, kann natürlich weg. Multifunktionslenkrad brauchen wir auch nicht mehr. Aber es sind halt so Teile wie, ja. Also ich hatte angefangen. Mein Plan war damals, das hier ist der Hauptleitungsstrang ab Zentralelektrik nach hinten. Rückleuchten links, rechts, Heckklappenkabelbaum, Spritpumpe, ABS-Sensoren, Seitenblinker. Den habe ich wirklich schon so weit gestrippt, dass da wirklich nur noch das drin ist, was wir auf jeden Fall brauchen. Ja. Jetzt wollten wir, eigentlich hatten wir uns kurzzeitig überlegt, das PDM reinzumachen. Ja. Das heißt, alles, was ihr hier seht, fliegt raus. Und es kommt nur noch, wie ihr im letzten Elektrikvideo gesehen habt, von Max ECU eine PDM rein, worüber wir alle schalten. So wäre eigentlich unsere Wunschvorstellung gewesen. Dann haben wir lange darüber gegrübelt, haben überlegt, was machen wir und haben uns dazu entschlossen, es nicht zu machen.
weil noch zu viel Original drin ist. Ja, das Problem ist halt die ZV wegen Schlüssel. Mhm. Ja, und die Fett selber. Ja, könnte man auch noch ein bisschen runterstrippen, aber das Problem ist ja dann Preis-Leistung, was hat man am Ende? Dann müssen wir wahrscheinlich am Ende zwei PDMs einbauen, weil wir zu wenig Ausgänge haben, die wir steuern müssen. Mhm. Weil wenn wir jetzt ein Fenster hoch oder runter machen wollen, müssen wir ja quasi zwei, ja, quasi eine Schaltung reinmachen. Mhm. Dementsprechend war da zwei oder vier Ausgänge für, nur für Fensterheber. Dann hatten wir überlegt, ob wir mehr oder weniger diesen ganzen Zentralelektrikkasten, wo das alles mit Fensterhebern und so weiter drüber läuft, ja, lassen und über die PDM quasi nur beschroben, ja, dass der eigentliche Sicherungskasten wegfällt. Ist aber auch so eine halbe Lösung, weil, wie ihr seht, sind hier auch schon einige Sicherungen drin. Ja. Das heißt, wir haben uns dann überlegt, dieser Kasten bleibt. Nächsten Kabelbaum, den ich übrigens auch schon komplett durchgestrippt habe, ist dieser. Das ist quasi der, der unter dem Armaturenbrett liegt. Da ist auch wirklich nur noch das dran, was wir brauchen. Das ist zum Beispiel der Kabelbaum, der in die Tür geht. Ja. Also, da seht ihr, ich habe da schon überall alles rausgestrippt, was man rausstrippt kann. Bleibt natürlich nicht so, das ist erstmal nur Stück für Stück. Das waren schon echt auch einige Stunden, die ja schon so dann reingehen, dass man wirklich so, man kann halt rigoros sein. Alles abschneiden, dann kann man nur noch eine PDM einbauen oder halt mit Sinn und Verstand ein bisschen rangehen. Wo ich allerdings an meine Grenzen gekommen bin, ist der vordere Teil zum Sicherungskasten. Ja. Das sieht auch nach Grenze aus auf jeden Fall. Da ist noch nichts rausgeflogen, da ist noch alles drin. Und dann haben wir uns aber überlegt, von hier zu dem vorderen Sicherungskasten, was bleibt da an Kabeln, die wir jetzt noch haben? Licht sind ja nur unsere Xenon-Scheinwerfer. die müssen wir eh neu machen, weil hat vorher keinen Xenon gehabt. Ja. Und ABS-Sensor links, rechts, okay. Das ist jetzt wirklich nicht viel anzuschließen. Ja, das ja. Scheibenwischer liegt in dem Kabelbaum da mit drin, sehe ich von hier sogar. Ja. Das heißt, nach vorne geht eigentlich alles nur, was zum Motorsteuergerät gegangen ist. Mhm. Weil in dem vorderen Hauptkabelbaum hängt nämlich ein Großteil von dem Motorsteuergerät drin und ein Großteil von dem ABS drin. So, das könnt ihr euch alles wegdenken. Licht könnt ihr euch wegdenken, das sind diese hier. Lüfter könnt ihr euch wegdenken, das sind die dicken hier. Dann ist wahrscheinlich noch so ein bisschen was wie Hupe, so ein bisschen was hier wie für die Airbags, die Sensoren. Fliegt eher alles weg. Das heißt, unterm Strich reden wir davon, dass dieses Ganze relativ weit durchgestrippt wird. Ja, fast auf die Hälfte, ja. Und dieser originale Relais- und Sicherungskasten wahrscheinlich nur noch ein Drittel so viel Kabel dran hat. Genau. Wenn es hochkommt, ne? Ja. Weil fast alle Verbraucher, die hier noch so dran sind, gibt es gar nicht. Das heißt, das wird jetzt die erste Aufgabe sein. Übertrieben gesagt, schnipp, schnapp. Ja. Und das Ganze wieder so verbinden, dass an den originalen Sicherungskasten nur noch das geht, was wir brauchen. Genau. Fährst du am Ende lieber mit, als statt diesem Sicherungskasten die PDM reinzumachen? Was heißt lieber? Hätten wir jetzt einen, also würdest du jetzt sagen, Fensterheber, ZV? Ja, geht beides leider nicht. Würde ich gerne, aber mit, dann müsste ich die Heckklappe umbauen auf eine mechanische Entriegelung. Genau, das ist halt, da ist halt wieder dieser Nutzenfaktor, ob sich das jetzt lohnt. Genau, also dann müsste ich wirklich den vielleicht einen halben Kilo. Dann müsste ich bei dem Auto leider wirklich das allerletzte bisschen Rest Straßenauto. Dann endgültig. Weil, wie gesagt, Tür von innen komplett zu, Fensterheber von hinten gegengeschraubt. Das heißt, da kann ich auch nicht einmal eine Kurbel ranmachen, ja, oder? Sonst hätte ich sie mich lange schon gemacht. Deswegen. Ich denke mal, da fahren wir ganz gut mit. Keine Knöpfe in der Tür. Das heißt, ich kann auch nicht mal eben die. Ich kann auch nicht mal eben die Beifahrertür auf und zu machen oder so. Ne? Das ist halt alles elektrisch bei dem Ding. Ja, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, dann brauchst du halt so eine Zubehör-ZV ein. Ja, bis das. Also, aber jeder, der in den ganzen. Also, ich mache das auch schon ein paar Jahre. Weiß, wie oft man diese blöden Dinger gewechselt hat, weil die anderen kaputt geht. Ja, nee, gar keine Lust zu. Also dann bin ich auch lieber bei dir. Das kann alles, wie es hier ist, wieder original rein. Nur mit dem Nötigsten, was wir brauchen. Wir machen hier, das ist die Durchführung durch die Spritzwand. Da ist nämlich ein Riesenproblem. Das ist ein eingegossenes Teil. Da habe ich angefangen zu probieren, Kabel rauszukriegen. Keine Chance, wie ihr seht. Das ist wirklich. Die Durchführung ist wirklich komplett verklebt und jetzt ist nämlich, deswegen ist das Problem, wir müssen quasi von dort nach hier neu machen. Und dann haben wir uns nämlich überlegt, wir könnten natürlich auch dieses Teil dann einfach auch passend im Innenraum platzieren. Genau.
Das heißt, dieser Weg wird so kurz, dass man hier schnippschnapp ab und da neu einpinnen. Dann haben wir diese Kabelschwäche dazwischen weg. Wir zeigen euch das noch einmal im Innenraum. Der ist nämlich schön leer, den habe ich wieder platt gemacht. Hier sitzt der eine Kasten. Der originale sitzt in diesem Viereck hier drin. Dann gehen wir mit den Kabeln darüber und der Sicherungskasten wollten wir da drunter machen einfach. Zum Beispiel. Der Sicherungskasten kommt da drunter oder hier hin, unter das Armaturenbrett, dass man gut rankommt, dass die Kabellängen noch passen. Und dann sind wir das safe. Heißt, neue Kabel werden nur gezogen von da. Lampe, noch nicht mal Scheibenwischer, der geht eh direkt nach oben. Zweimal ABS, zweimal Lampen, Lüfter. Genau. Und dann sind wir auch schon bald am Ende. Genau. Und das sind ja eh keine Kabel, die einen Querschnitt haben. Die zählen und die verbrauchen ja keinen Strom. Dementsprechend kommen da relativ dünne Kabel ran, wenn man ein Quadrat reicht da. Also ich finde die Lösung mega gut. Dadurch behält das Auto so ein bisschen, ich will nicht sagen den Straßencharakter-Charme, aber ja, weiß nicht, ich krieg's immer auch nicht hin, irgendwas so unfertig fertig zu machen. Ja. Und ich weiß, mich würde es jeden Tag nerven, wenn die ZV nicht geht, wenn ich die Heckklappe nicht aufkriege. Ja, das ist halt so. Das nervt ist mich halt, jetzt schon so. Das ist halt ein Rennwagen dann. Nervt mich jetzt schon. Ich konnte auf der Messe, hatte ich gar kein Schloss drin, weil wenn du die Heckklappe einmal zumachst ohne Strom drauf, kriegst du nicht mehr auf. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für eine geile Arbeit ist, durch zwei Kreuze mit zwei Vollschalensitze irgendwie in die Heckklappe zu kommen. Kannst du vergessen. Genau. So, deswegen machen wir das genauso. Jetzt zweite Baustelle. Motorkabelbaum, das ist der zweite Teil von dem Stecker hier, also Stecker 1, Stecker 2, die beiden zusammen ergeben den Motorkabelbaum. Hier sind natürlich etliche Kabel am Motorkabelbaum dran, die das Fahrzeug braucht, sowas wie Temperaturen fürs Tacho, Geschwindigkeit und sowas alles, fliegt alles weg, haben wir alles nicht mehr, wir haben ja nur noch ein ADU, dieses ADU, das Display kriegt einfach nur kein High, kein Low und kriegt alle Daten darüber. Das heißt, das interessiert uns gar nicht und das interessiert dich eigentlich auch gar nicht. Nee, das kommt da neu. Genau. So, das ist der besagte Teil, wo Chris sagt, er braucht da wirklich nur 5-6 Stunden für und das Auto würde laufen. Na, mit Beratung halt, ja. Weil da ist ja gar nichts dran. Das ist ja wirklich ein Witz. Ja, nee, also der hat wirklich nur, ja, kann man sich angucken, wenn man da vorsteht. Ja, vier Düsen, vier Spulen, zwei Trägersignale. Vier Düsen. An der Stelle übrigens nochmal vielen Dank an unseren Partner Bosch hier. Ich persönlich verbaue immer Bosch-Sachen gerne, gerade bei Düsen und Spulen. Weil er hat sich über Jahre einfach bewährt. Na, komm schon raus hier. So, Düsen, da gehe ich gleich wieder aufs Ganze. Wir haben erst lange überlegt, ob wir irgendwelche kleinen einbauen, da ich schon ganz gerne Ethanol in diesem Fahrzeug fahren würde. Nicht hast du mehrmals gesagt, dass du irgendwelche kleinen fahren willst, wegen... Allerdings nicht leistungsbedingt, sondern deswegen, weil es einfach so viel kälter verbrennt. Das sind tatsächlich Tausender. Also 1000 Kubik. Und ganz wichtig für mich war nämlich, dass wir eine Düse nehmen mit diesem langen Rüssel unten dran, so nenne ich es mal mit Absicht, kann ich jetzt schlecht zeigen, aber die stehen relativ tief in der Ansaugbrücke drin. Das heißt, dass der Auslass noch so richtig schön in dem Einlasskanal ist. Deswegen brauchen wir dieses lange Teil. Dann die guten, passt hier Plug and Play, Bosch Motorsport P65 Spulen. Echt geil, dass sie da so reinpassen. Sind fast genauso wie die Originale. Haben richtig Bums. Ich glaube 63 Millijoule Ladung. Ja, das ist schon wirklich. Und wenn das so original drauf passt, ne? Da haben wir alles richtig gemacht. Einen Spritfilter müssen wir noch. Wird Filter noch verbauen, weil original hat der einen internen Spritfilter gekapselt an der Spritpumpe. So einen, den ohne Wechselintervall, der dafür immer drin ist. Ne? Der fliegt natürlich raus, weil da kommen wir nochmal später zu. Wir müssen noch eine andere Spritpumpe im Tank verbauen. Im Tank ist aber kein Platz für einen Spritfilter, deswegen eine gute alte 10 Euro Bosch Filter, okay, vielleicht waren es 15, einfach nur auf Schlauchanschluss. Das heißt, da mache ich mir das Leben wirklich nicht schwer, sondern der kommt jetzt einfach, das ist der Vorlauf. Und diesen Filter machen wir einfach mit einer schönen Schelle hier hin. Gehen einfach nur von der Originalleitung mit einem schönen Schlauch hier drauf, mit einem Schlauch hier drauf, klack da drauf. Hier kann man ja wieder den originalen Schnellverschluss drauf machen. Und schon haben wir dann Spritfilter Nachgröße. Okay, so viel erstmal zur Theorie am Fachzeug. Jetzt wollen wir natürlich mit euch noch ein bisschen coole Sachen machen. Deswegen. Achso, ja, beim Thema Steuergerät. Wir hatten ja eigentlich vor,
die Pro einzubauen. Ihr erinnert euch, das war so ein Riesenkasten. Die war einfach maßlos überdimensioniert für dieses Auto, weil die ist eigentlich für einen 10-Zylinder gedacht. Und ungefähr. Ja, nicht mal nur. Du kannst einen 12-Zylinder 16 Düsen kannst du anstecken und 16 Zündspulen. So, und da wir ja zufälligerweise noch ein paar weitere Fachzeuge so im Bestand haben, haben wir dann gesagt, wir nehmen die große lieber woanders für, weil hierfür reicht die zweitgrößte. Selbst die ist eigentlich noch viel zu groß, ne? Eigentlich schon, ja. Selbst die kann noch so viele Sensoren und alles doppelt und dreifach. Und mit der sind wir einfach technisch gesehen im Motorraum deutlich besser aufgestellt. Und das heißt, wir müssen jetzt Folgendes machen. Allererstes muss man sich immer so einen Überblick verschaffen über die Kabel. Haben wir gemacht, check. Da haben wir jetzt einen ganz guten Plan für. Das heißt, das kann man jetzt alles einkürzen und so weiter, dann im Fahrzeug ungefähr wieder verpinnen. Genau das gleiche müssen wir jetzt mit Steuergerät machen. Wir müssen als allererstes uns überlegen, wo kommt Steuergerät hin, wo kommt die schöne Lightbox hin. Genau. Und dann habe ich auch noch besorgt, weil ich es immer mal testen wollte, sind wir wieder bei dem Thema Laufleistung. Da dieser Motor viel fahren wird, brauchen wir da auf jeden Fall einen Ölabscheider, einen Catchtank, der richtig was kann. Weil ich sag euch, Rennstrecke und Öl, wenn du da nur einen Tropfen verlierst, bist du der Buhmann für alle, verständlicherweise. Habe ich schon gehabt. Ich habe einen Tropfen unterm Auto gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob es sogar von meinem Auto war, aber ich durfte gleich gehen. Ja, das ist wirklich krass. Jetzt musst du einmal kurz die Ohren zumachen, ich muss das Ding mal einmal abdrehen. Ganz ekliges Geräusch. Gut, alles klar. Ich mach da mal einen Tropfen Öl rein. Auf jeden Fall, ja, man kann relativ wenig zeigen, ist aber eigentlich cool gemacht. Der Ölnebel geht hier rein, prallt als erstes auf das Blech. Dabei, durch die Massenträgheit des Öles, läuft das Öl an der Wand runter, während die Luft hier durchgeht. Sammelt sich hier unten drin, in dem Behälter. Und dann muss die ganze Luft zum wieder rausgehen, noch durch diese ganze Wolle. Und dabei werden nochmal die letzten Reste rausgeholt. So, alles was da drin hängen bleibt, läuft trotzdem wieder runter und ja, irgendwann steht Öl drin und dann haben sie hier sogar so einen geilen Peitscher reingemacht. Das war eigentlich das, was mich fasziniert hat. Tja, wo hättest du gerne das Steuergerät hin? Im Kofferraum, im Karton. Muss man dazu sagen, das könnte ein Fahrzeug werden, wo es Momente geben wird, wo wir ganz schnell den Motor ausbauen müssen. Ja, eine Rennstrecke ist immer... Warum das? Weil es schnell gehen muss. So. Das heißt, meine Idee war, weil das auch ein bisschen kleiner ist, das Steuergerät irgendwie so zu platzieren, dass wir einfach beim Ausbau klack, klack den Kabelbaum auf den Motor legen. Man könnte jetzt gucken, na, da oben wird halt immer schwierig, wenn man mal dran muss. Meine Idee war erst, ob man es nicht hier hinten an die Spritzwand zum Beispiel platziert. Ja, ist cool, aber ist halt doch blöd, wenn man rankommt, ne? Wenn man einen Stecker da schnell machen willst. Ich glaube, das würde sogar gehen. Also original sitzt bei dem Fahrzeug das Steuergerät tatsächlich hier so. Ja. Gewichtstechnisch wäre es mit Sicherheit besser, nach da zu machen. Wobei, das ja Fahrer, Beifahrer, Motor, Fahrer. Beifahrer? Ja, zwei Sitze. So. Soll ja eigentlich schon ein Fahrzeug werden. Also ein Auto, wo ich viel mit fahre und zum Beispiel viele von euch irgendwann mal mitnehmen kann, werde, wenn das Auto fährt und es Event gibt. Und das Auto hält? Finde ich tatsächlich auf der Rennstrecke bei uns auf der Viertelmeile ist ja immer so, du willst immer alleine fahren. Da darfst du meistens auch nur. Weil da halt Gewicht viel ausmacht, aber auf der Rennstrecke finde ich schon so, da kann man immer cool Taxifahrt machen. Das stimmt schon. Also wir müssen das platzieren, wir müssen die Batterie platzieren und wir brauchen eine Behälter hier vorne noch drin. So, bei der Batterie dachte ich eigentlich, wir setzen die hier in der Mittelkonsole. Andererseits, wenn irgendwie mal irgendwie wo was passiert, wie auch immer, hat man halt die Batterie neben sich. Deswegen, ja, plus Kabel. Wir müssten jetzt von hier aus dann wieder ein langes Kabel zum Anlasser und zur Batterie legen. Ja. Batterie, Anlasser und Lichtmaschine. Das heißt, wir gehen wieder an die Platzierung, wo das Ding original sitzt. Welches hier wäre. So, und jetzt war meine Idee auf dem Hinweg, oder wir zusammen haben uns überlegt, ob man nicht hier eine Art Platte baut, wo sowohl der rankommt, als auch der rankommt, als auch der rankommt. Ja, sieht am besten aus. Finde ich jetzt auch so die beste Lösung tatsächlich. Ah, ist dann so diese Ecke Motorraum ein bisschen weg. Ich würde sogar so rum machen, dass wir wollen uns ja das Leben auch einfach machen. Es muss ja nicht immer der alles was geht billet gefräste Halter sein. Wenn man auch mit alter Handwerkskunst hier vielleicht auch mal ein bisschen was rausholen kann.
weil sich das so prädestiniert dafür hier anbietet mit den beiden Gewinnen. Einfach nur hier eine Platte, die wir vielleicht darauf nochmal abstützen. Mhm. Diese Platte dann vielleicht nach oben abkanten, dass so das Steuergerät sitzt. Hier die Batterie sitzt. Mhm. Dann von hier das Steuergerät gegenschraubt. Und dann eine hier noch eine Abkantung nach vorne machen. Mhm. Für die Bälte. Und dann kannst du nämlich von hier aus einfach den Kabelbaum anstecken, genau, und direkt alles so auf den Motor legen, genau, wie du es cool findest. Ne? Ja, vor allem ist ein sehr kurzer Weg dann. Ne? Ja. Dann sparen wir wieder sehr viel Gewicht. Ja, okay. Pass auf. Dann packen wir. Hast du was zum Messen? Ein Zöllner oder so? Das ist immer das Problem. Was? Ich kenne doch zwei Videos. Nee, das ist das Problem. Ich habe euch schon so oft versprochen, dass wir Elektrik volles Programm auf die Fresse machen. So viel, es geht gar nicht. Wir würden ein 12-Stunden-Video machen. Der findet seinen Weg immer wieder zu mir zurück. Ja, weil es draufsteht. Das probiert Pierre bei uns im Lager auch jeden Tag und irgendwie. Ja, der liegt doch bei uns seit einem Jahr auf dem Schreibtisch oder so. Ist ja trotzdem irgendwie so. Nee, mit Elektrik ist halt krass. Du weißt ja selber, wie viele Stunden da teilweise mal so reingehen. Das Problem ist, Elektrik ist halt so. Das ist halt ganz tief im Kopf drin in dem Moment, weißt du? Das, genau, ist irgendwie so, man sieht als Außenstehender nichts. Es sind aber wirklich einzelne Sachen, die man so immer macht. Habe ich bei uns ein paar Blöcke mitgebracht. Ist eigentlich kein Hightech. Ist einfach nur Metall und Metall und dazwischen ist Gummi. So, und jetzt ist es ganz oft so, schraubt ihr jetzt alles, was Elektrik ist, sollte schon irgendwie entkoppelt sein. Entkoppelt sein, ne? Ja, also ich sag jetzt mal, wenn wir da irgendwie die halbe Meile runterfahren, ist das nicht so wichtig. Aber gerade im Rennstreckenbetrieb hast du halt nochmal ganz andere Schwingungen im Auto. Und diese ganzen Schwingungen gehen natürlich, oder wenn du über den Körper knallst, diese Schläge, was du da teilweise im Körper merkst, wo du auf dem Arm dann auch ein bisschen müde wirst und die alle wehtut, die gehen ja auch alle in die elektrischen Bauteile rein. Mhm. Und wenn die dann starr mit der Karosse verbunden sind, dann geht es irgendwann nicht mehr. Mhm. Also holt mich mal einmal ganz kurz ab. Wofür sind die Teile jetzt? Das alles, was da drauf ist, sind ja tendenziell sensible Teile. Sowohl diese Batterie als auch das Steuergerät. Die sollen halt nicht den ganzen Tag lang zittern, wenn du über die Rennstrecke fährst. Ach so. Deswegen sind die einfach nur leicht gummigelagert, dass sie nicht ganz so alles abbekommen. Okay. So, das heißt, den wollen wir jetzt auf die Höhe machen. Das heißt, dazwischen müssen wir jetzt irgendwie was friemeln. Wie viel brauchen wir denn noch? 7,2 Zentimeter ungefähr. Und von Gewinde zu Gewinde? Von Gewinde zu Gewinde ist weniger. Variante 1 irgendwie ein Vollmaterial, wo wir ein Gewinde reinschneiden. Variante 2 irgendwie so ein Verbindungsmuffeln-Schnuckelstück. Ganz wichtig wird auch am Ende sein, dass wir an diese Schraube hier rankommen. Ja. Weil wenn wir nämlich den Motor ausbauen müssen, ziehen wir den komplett mit Getriebe raus. Das heißt, wir werden da losschrauben müssen. Was hast du denn mal mit hier? Schnell mal Motor ausbauen. Ich weiß ja, wie es kommt am Ende. Ja. Ist das jetzt hier schon die richtige Höhe? Das ist jetzt erstmal nur eine doppelweibliche Gewindeverlängerung. Die ist theoretisch jetzt einstellbar. Das heißt, wir können jetzt hier schön die Platte bauen und danach können wir genau einfach die Höhe ausmessen und dann denke ich mal, liebe Grüße an Phil, muss auch noch mal kurz wieder ein Vollmetall drin. So. Jetzt kommt die gute Pappschulbohne. Prädestiniert dafür, ne? Die Frage ist, bis wohin gehen wir jetzt? Leg sie mal drauf. Ich sag mal so, zu lang ist immer gut. So. Luft, wobei die Batterie wird schon ziemlich bis ans Ende gehen. Also ich werde das ja schon relativ eng ranbauen. So, wir wollen ja dahinter hochgehen, damit wir das Steuergerät so ein bisschen schützen. Ich würde hier schon bis zu der Höhe die Platte hochmachen. Also theoretisch bis an die Kante, dann hoch. Und dann von Unterkante bis da oben hin. Und bis dahin, ja. Mhm. Das sind so die typischen Arbeiten, die man dann so um 1 Uhr nachts macht. Das ist halt tatsächlich halb eins. Aber halt einfach ja, irgendwie Bock machen, ne?
ganz wichtig, 3 mm oben drauf, weil wir wollen ja in dem 90-Grad-Winkel diesen Abstand haben. Da wir die Platte aber dann so umklappen, hat man quasi den Biegeradius noch on top. So, jetzt kanten wir das einmal, ne? Ja. Das ist meine mobile Kantbank hier. Kann ich echt nur empfehlen. Für so Kleinigkeiten. Sehr mobil. So. Das sieht ja aus wie nach Mars. Wir wollten es jetzt eigentlich ganz gerne hier umklappen, ne? Damit wir nur hier unten die Naht haben. Das heißt, es muss logischerweise... Also wir machen es erstmal passend. Macht es erstmal passend und dann. Zack, eine Schweißnaht. Also wir haben jetzt hier aus Pappe uns schnell eine Schablone gemacht. 3D, Kantmodell. Das heißt, das werden wir jetzt auf ein Alublech übertragen. Dann kann das anschließend gekantet und verschweißt werden. Und dann entsteht hier ein wunderschöner Kasten, der hier am Ende so reinkommt für unsere ganzen Teile. Ja, krass. Los geht's! Yes! Aus Pappe, mach Alu. Und ich würde jetzt vorschlagen, den kanten wir mit der Kantbank so hoch. Hm. Und den machen wir dann auf dem. So dann. Jo. Ich glaube, so eine Fake-Knarre machen, die den Stift verkehrt rumhält. Ich brauch's ja irgendwie an der gerade Kante liegen. Ja, aber du weißt doch. Safety first. Mhm. Bevor wir es gleich nochmal, weil ich hasse so Bleche zweimal auszuschneiden. In dem Fall hast du es gemacht, aber weißt du, weil, guck mal, jetzt siehst du hier schon so ein bisschen. Ein kleiner Spalt, ja. Wenn ich es hier gerade anlege. Mhm. Nein, ich will es runter zahlen. Deswegen würde ich jetzt eher auf unser Gemessenes vertrauen. Mhm. Anstatt auf das Geschnittene, ja? Ja, weil das andere können wir dann danach noch anpassen. So, ich würde sagen, hier zieht man auf einer Seite so ein bisschen. Was wollen wir denn? Oh, so. Ah, okay. So, schon über 90 ein bisschen. Macht aber nichts. Können wir nämlich ganz einfach ein bisschen. Ja. Das biegt sich über den hier gleich eh dann. Mhm. So, und jetzt wäre nämlich das Schönste, aber gibt halt keine. Weißt du, so, wenn es jetzt hier flacher wäre, könnten wir es durchschieben und hoch. Aber so keine Chance. Wir können immer ein Anfang essen können. Genau, jetzt machen wir schon mal eine Kante. Ich überlege gerade, wenn es in die andere Richtung wäre, dann würde es auch gehen. Hm, so, ne? Aber ja. Zueinander hinkanten ist immer scheiße. Ja. Das ist jetzt ziemlich schade, wenn wir das jetzt hätten einfach durchziehen können, wäre es die halbe Miete gewesen. Mhm. Nur so richtig was kann. Thank you.
Ja. Ja, das ging jetzt doch schneller als gedacht. Ratzfatz ist die Kiste fertig. Es ging so schnell, dass ich es nicht mal geschafft habe, beim Schweißen was zu filmen. Ja, ist für die Kamera manchmal auch ganz gut, wenn wir zufälligerweise Schweißen nicht filmen. Ja, einen oder anderen Ausfall hatten wir nämlich doch schon am... Ja, der Sensor, der macht das nicht. Am Sensor. Ja, nee, geil. Gekantet, geschweißt. Ohne Schweißen geht halt nicht. Kriegst du schön Naht draufgelegt. Ein Glück, kein 3 mm, weil hier kann ich ja gefühlt einen Motor drauf hängen. Ist immer krass, was ein bisschen... Was so ein bisschen Kanten ausmacht, ne? Ja, dann halten wir das Ding mal rein, würde ich sagen. Zack. Ganz easy. Aus wie Originalteil, oder? Ja, muss natürlich farblich noch so ein bisschen angepasst werden. Das Coole ist halt, wir haben halt so jetzt alles, wie soll ich sagen, beieinander. Also einige Kabel werden da echt schön kurz. Was ich auf jeden Fall gut finde, ist, das ist schon geschützt. So. Ja. Also sowohl gegen Wärme als auch Spritzwasser, was doch mal so von unten da so reinkommt. Mhm. Ne? Und jetzt haben wir ja noch den. Den legen wir noch. Den können wir jetzt wahlweise entweder so. Eigentlich ist der Halter dafür vorgesehen, natürlich den so rum zu machen. Zack. So rum können wir natürlich auch hin. Dann kommen wir hier seitlich nicht genau rein. Mit einer schönen Dashleitung. Mhm. Und oben gehen wir schön raus. Wir machen jetzt Folgendes. Nee, wir machen jetzt nicht Folgendes. Ich nehme den Halter jetzt mit zum Pulvern. Dann machen wir nämlich die Einziehmutter danach ein. Ich finde das nämlich immer cooler, wenn die Einziehmutter nicht mitgepulvert sind. So machen wir das. Ich würde sagen, in diesem Sinne, war eh wieder ein langes Video bestimmt, ne? Ja. Aber wir haben was geschafft. Das ist soweit ready hier. Und im nächsten Video, mit gut Glück, liegt der Kabelbaum hier 90% fertig. Wir gehen da nochmal drauf ein und können ihn vielleicht schon mal zumindest in Zündung anmachen. Also, ne? Ich hoffe. Jetzt ist es mal wieder spät in der Nacht. Wir knallen jetzt nach Hannover zurück. Ich würde sagen, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Danke für deine Zeit, Chris. Gerne. Ist geil geworden. Ich denke, wir rocken das Ding schon. Klar. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und gute Nacht und bis zum nächsten Mal.